Und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel hier im Pandir Café. Da haben wir letztes Mal erfahren, dass es wohl irgendwas Neues gibt. Was ich wohl nicht so ganz verstanden habe. Ja, gut. Aber offenbar kann man es jetzt gerade nicht machen. Das wollte ich doch jetzt endlich mal ausprobieren. Einfach einmal raus und wieder reinrennen. Und natürlich, das scheint so, dass es immer noch nicht geht. Verdammt. Ich wollte es doch ausprobieren. Vielleicht später. Ach, wisst ihr was? Hä? Achso, ja gut. Ich schneide jetzt gerade mal hier. Wir sehen uns gleich dann wieder hier an dieser Kreuzung. Die Einkäufe und so weiter, das mache ich jetzt gerade mal offscreen. Ganz einfach, weil das jetzt doch ein bisschen viel Zeit frisst. Ne? Also dann, bis gleich. Gut, da sind wir wieder. Bin fertig mit den Einkäufen, also habe wie immer nochmal die Items ein bisschen sortiert und so weiter. Einmal durchgeguckt. Wasserfallhöhle. Es scheint so, dass ich das im letzten Part machen wollte. Ich habe ihn zwar gerade erst aufgenommen, aber ich habe jetzt auch... Gott. Ja, doch, klar. Mal sehen. Dann schon wieder ein Klapsel. Und ich habe immer noch Quick Attack. Ach, was soll's. Dann benutze ich halt... Nein, nicht Hypnose. Na gut, das funktioniert nicht so gut. Irgendwie kann es nicht funktionieren, ein schlafendes Pokémon einzuschläfern. Meinst du nicht auch, Quapsel? Da gibt es keinen Weg lang. Ja, das beweist mal wieder, dass NPCs nicht so schlau sind. Fällt mir ein, im letzten Part, ich glaube, es war der letzte, ich nehme jetzt hier ein paar am Stück auf, dann kann es sein, dass ich durcheinander komme, welcher Part welcher war. Im letzten Part, glaube ich, war es jedenfalls, hatten wir doch das... Hydropi eine neue IQ-Fähigkeit erlernt hat, nämlich den Statusprüfer. Meine ich zumindest. dieser bewirkt, dass genau sowas, wie wir es gerade hatten, nicht passiert. Oh, Tangela. Ja, komm mit. Der Statusprüfer besagt ganz einfach, dass das Pokémon im Grunde die, den Status des Pokémons vor sich überprüft. Und wenn das Pokémon jetzt, wie gerade zum Beispiel schon, schläft, wird es nicht nochmal eine Attacke einsetzen, die das Pokémon einschläfert. Genau das gleiche gilt für Paralyse, Brand und so weiter. Wenn das zum Beispiel nur ein Nebeneffekt ist, also Donnerblitz und Donnerschock können ja, meine ich, auch paralysieren. Die würden trotzdem noch eingesetzt, auch wenn das Pokémon schon paralysiert ist, weil halt in erster Linie ist die Attacke zum Angriff dann gedacht. Gleiches gilt für Flammenwurf oder sowas. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, aber... Ein Enton? Hm, okay. Aber es würde jetzt zum Beispiel nicht auf ein paralysiertes Pokémon Donnerwelle einsetzen. Würde, glaube ich, auch sonst keiner machen, außer er verklickt sich. Ganz einfach, weil es nicht so viel Sinn ergibt, aber gut. Das ist dann hier das Problem mit der KI, nicht wahr? Und wir kommen gerade erstaunlich schnell voran. Welche Ebene muss ich überhaupt? Das sieht gut aus. Und welches Item suche ich? Ach, egal. Ach, jetzt komm schon, Hydropi, du wirst ja wohl ein Tangela-Blatt kriegen. Danke. Ein Reviver-Seed suchen wir offenbar. Aber da waren, glaube ich, noch zwei... Ich meine, ich hatte noch zwei weitere Missionen angenommen. Deswegen renne ich einfach mal weiter hier durch. Und guck mal, wie lange ich hierfür brauche, weil ich würde ganz gerne relativ schnell durchkommen. Einfach, weil meine Parts immer noch so ereignislos im Großen und Ganzen sind. Ich hätte es gerne, dass ich etwas schneller bin. Aber ich habe es ja auch schon gesagt, ich will hier einfach nichts rausschneiden. Und das blaue Gummi hebe ich jetzt mal auf. Ganz einfach, weil wir ja im Pandir-Café offenbar irgendwelche Drinks mischen können, die ganz gut wirken. Und das ist wieder eine Zielebene. Interessant. Und diese Drinks scheinen doch eigentlich eine bessere Wirkung zu haben, als wenn ich irgendwelche... Ah, cool. Als wenn ich die Gummis hier so verfütter. Und ich hätte zwar erwartet, dass es irgendwas kostet, wenn man die Drinks mischen will, da die ja so einen guten Effekt irgendwie haben. Tut es nicht. Mit anderen Worten, kein Grund, das irgendwie anders zu machen. Gut, wenn ich jetzt in einem Dungeon bin, wo ich sicher bin, dass ich gleich drauf gehe. Dann würde ich die Gummis wahrscheinlich eher so verfüttern, weil ich sie am Ende des Dungeons sonst verliere. Und ich hatte hier einen Auftrag, kann das sein?
Mal kurz nachgucken. Da. Eine Persefähre finden. Muss mal sehen. Ich habe eine dabei. Da hinten lag eine. Die hebe ich. Ach komm, doch, die hole ich mir jetzt. Da muss ich nichts aus meinen eigenen Vorräten weggeben. Die lag doch hier im Nebenraum, oder? Perfekt. Ja, nein, ich möchte hier bleiben. Ja, nein, ich möchte hier bleiben. Was habe ich denn da wieder gesagt? Egal. Ein Auftrag haben wir noch auf Ebene 7. Und what the fuck? Da hinten ist das zu rettende Pokémon. Ah. Wir sind wohl heiß begehrt, wenn hier so viele Gegner anrücken. Und eins weniger. Natürlich kann der nicht mein... Facepalm. Das geht echt erstaunlich gut. Und bis. Dort zieht. Ja, das habe ich übrigens gerade auch mal nachgeguckt. Wir hatten ja so einen Samen, wie er da oben jetzt liegt. Ja. Hatten wir auch im Inventar. Und es scheint zu sein, dass dieser Samen den Level um 1 verringert. Nicht immer, weil da wieder so ein Fragezeichen dran war, aber offenbar tut er das eigentlich. Ist natürlich dann für uns ziemlich beschissen, wenn wir den abbekommen. Oder eben selber essen. Es könnte auch eventuell wieder... Schockwelle, cool. Es könnte natürlich eventuell auch wieder nützlich sein, wenn man den dann einem Gegner in den Kopf wirft. Aber auch das, finde ich, bringt es nicht so wirklich. Deswegen habe ich den einfach mal... Ich glaube, ich habe verkauft. Kriegen wir auch mal irgendwas Nützliches noch? Ja, wir haben Gummi erhalten. Das kann ich natürlich dann wieder in ein Getränk umwandeln. Ich möchte jetzt aber gleich unbedingt mal in das Pandi-Café, um zu wissen, ob da irgendwas passiert. Wegen dieser Neuerung jetzt. Mal sehen. Ja, der nächste Morgen. Ich glaube, dass wir noch einen Tag warten müssen. Also, dass jetzt noch ein Ingame-Tag hier vergeht, ja. Ich glaube, im nächsten Ingame-Tag jetzt... Ja... Ach so. Ich habe wieder Wachdienst, sehr gut. Ich glaube aber, dass wir jetzt am nächsten Tag, hier... Oh, das weiß ich, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Panferno. Ich glaube, dass wir jetzt am nächsten Tag dann erfahren, wer auf die Erkundung mitkommt oder nicht. Lass mal sehen. Das ist was Kleines. Ein Donphan ist es nicht. Electrike wohl auch nicht. Wollen genau könnte herkommen. Hinkommen. Nicht wollen genau. Ist so. Ist so. Was machst du denn in der Gilde? Ich dachte, du arbeitest im Dingens. Ja, das ist ziemlich eindeutig Flemly. Ganz einfach, weil Flemly halt ein Küken ist und dann solche Vogelfüße hat. Oh. Du bist es nicht. Du bist es auch nicht. Glaube ich. Das ist ein Pandil? Okay, das hätte ich nicht gedacht. Aber es ist definitiv kein Lucario und kein Plinfountain. Isso hatten wir gerade erst, also. Bleibt nur das. Das könnte ein Pfiffchen sein. Ja, es ist ein Pfiffchen. Okay. Dann lass mal sehen, was haben wir noch? Oh. Ja, okay, das ist ein Tarnel, ganz klar. Stimmt, Tarnel hat ja solche drei Zacken unten. Tarnel, das wäre auch mal ein Pokémon, was ich wahrscheinlich aufnehmen würde ins Team. Einfach weil Metagross episch ist. mal sehen. Wir waren perfekt. Ach, das ist doch schön. Daldat, ja. Und wir haben den Highscore geschlagen. Ja, super. Gefällt mir. Was sollte diese komische Lache an der Stelle? Wir kriegen eine besondere Belohnung. Wir kriegen... $400. Ein Piersif-Schal. Ein Reviver-Seed. Das ist gut. Und ein Top-Elixier. Sag mal, Kumpel, beim ersten Mal hast du uns ein Ginseng gegeben. Können wir das nochmal haben? Ich brauche noch eins. Ja, gut, daneben nicht. Ich habe das für Biss verbraucht. Das bereue ich gerade so ein bisschen, weil ich vermute, dass ich Biss nicht behalten werde.
Eventuell lernen wir noch Knirscher. Dann würde ich tatsächlich wahrscheinlich Knirscher nehmen. Einfach weil die Attacke eigentlich mehr Schaden macht. Ich weiß auch nicht, wie es mit den Attackenstärken hier so genau läuft. Weil die ja zum Beispiel noch nie dran stehen. Sie hat natürlich weniger AP. Stärkere Attacken haben immer weniger AP in diesem Spiel. Ist ein bisschen doof, aber okay. Mal sehen. Und was? Wir kriegen doch keine. Oh gut. Da müssen wir wohl noch einen Tag warten. Ja. Und wieder Brettdienst. Oder wie will man das nennen? Ja, mal sehen, was haben wir denn hier Schönes? Ha. Oh, im Apfelwald. Tja, ich würde aber mal sagen, dich nehme ich, dich nehme ich, dich nehme ich. Ja, ich nehme jetzt hier nicht gerade unbedingt immer die schwierigsten Jobs raus, ganz einfach, weil das Spiel doch an Schwierigkeitsgrad ein bisschen zugelegt zu haben scheint, was den Erkundungsteam Zeit und Dunkelheit betrifft. Schneide ich das wieder raus, wenn ich jetzt hier shoppen gehe? Ich schneide das nochmal raus, also wir sehen uns gleich wieder. Gut, ich bin wieder da und das hättet ihr gerade mal sehen sollen. Der Keklon-Laden hatte 4 Belebersamen im Angebot. Habe ich mir erstmal alle gekauft. War ein bisschen teuer und Wachtmeister Magnesone, was machst du denn hier? Oh, interessant. Ich habe nur keine Ahnung, was ein Gloom ist. Einen Moment, Pause in der Aufnahme. Okay, Gloom ist Duflor. Halte ich gerade für eine saublöde Idee, für ein Schwarzgummi das zu machen. Ja, mach vielleicht später mal. Ja, aber jetzt ist mal das, warum ich vorhin hier bin. Erstmal Blaugummi. Für Nils. Also im Grunde für mich, ne? Und das andere wird auch für mich. Nur dann mein anderes Ich. Und verdammte Scheiße, ich hätte die echt nicht so benennen sollen. Ja. Mal sehen, was kommt dabei raus. Der IQ steigt stark, der Angriff... Ne, der Spezialangriff steigt. Was? Hey, Felino. Cool. Okay. Aus dem Grund, dass wir jetzt irgendeinen bestimmten Drink wahrscheinlich gemischt haben, will dieses Felino sich unserem Team anschließen. Ich sage jetzt mal ja, ich bin mir nur gar nicht sicher. Haben wir nicht letztens ein Felino aufgenommen? Ich kann es jetzt leider nicht genau sagen. Deswegen nehme ich es auf. Ansonsten, ich könnte es wieder freilassen. Ich kann es auch lassen. Das ist meine Entscheidung dann. Der geht an mein anderes Ich, ne? Ja. Klar, Gummi ist eigentlich für Normal-Pokémon, aber okay. Oder? Warte, war klar für Normal und... Ja, und Weiß war dann für Eis-Pokémon. Bla, bla, bla. Und ja, auch hier Status-Checker und die Verteidigung steigt. Das gefällt mir. Wollen wir mal sehen. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier verstehe. Recycle, okay. Welches Item möchte ich kriegen? Eine Sinelbeere, die hatten wir letztes Mal schon dabei. Oder ein Price-Ticket. Ich nehme mal das Price-Ticket. Dafür opfere ich. Ja, das ist unser Lager. Ja, hier Reviver-Seeds habe ich jetzt einige. So. Nee, warte. Was war nochmal ein Weil-Seed? Ach, der war das, ja. Dann mal ich den mal und opfer 4 davon. Die brauche ich nicht unbedingt. Ja, Redeem mache ich mal direkt. Zufallsprinzip. Einmal weggucken. Welche Farbe war's? Gelb. Okay. Und was ist es? Ein Scanner. Ja, der ist nicht schlecht. Und was ich jetzt einfach mal mache, ich nehme jetzt mal diese Sinelbeere, weil die scheint nicht zu verschwinden, bevor ich die nicht einmal da...
Ja. Was? Ach so, dann werden automatisch einfach direkt zwei Äpfel gelöscht. Oh, cool. Na gut. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Es scheint eigentlich nicht anders zu funktionieren als vorher auch, aber egal. Okay, zumindest scheint der Apfel nicht, scheint das nicht die Äpfel aus unserem Inventar zu sein. Finde ich auch besser so. Und ich mache mich auf den Weg zum Wasserfall. Ja, dann wollen wir mal sehen. Was? Ach du Scheiße. Okay, ich habe nicht aufgepasst. Wir müssen offenbar einen Weberack eskortieren. Auf Level 9, na, es geht noch. Im Mystery Dungeon 1 waren die immer auf Level 1. Egal welches Pokémon in welchem Dungeon egal welches Pokémon man in welchem Dungeon eskortieren sollte. So. Okay, es sind nur 4 Ebenen, das sollte ich hinkriegen. Und das Beschützen ist nicht so schwer. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder den Biss fixiert. Verdammtes Felino. Gut, Ebene 2 von 4. Danach sind wir zumindest schon unseren Partner hier los. Ich habe es, glaube ich, auch schon gesagt. Escort-Missionen sind, glaube ich, meiner Meinung nach sind es eigentlich die schwierigsten. Weil man dann immer Gefahr läuft, dass der zu Eskortierende hier mal einfach drauf geht. Und einem die Belebersamen nur vor der Nase wegfrisst. Und gerade in so einem Dungeon hier, wo man überall Wasser auch mal rundherum hat und auch einige Wasser-Pokémon, die da drüber laufen können, kann das doch ein sehr blödes Ende nehmen, weil er von der Seite angegriffen wird und man nicht mehr rechtzeitig, ach jetzt komm schon, zum Partner hinlaufen kann, um ihn zu retten. Gut, beenden wir es auf die klassische Weise und schmeißen den Stein an den Kopf. Wo bin ich denn jetzt hier? Ah. Gut, auf der nächsten Ebene haben wir das Ziel schon mal erreicht. Ach nein. Geh weg. Rasinen wäre nämlich jetzt nicht mit, davon habe ich so viele. Ich fürchte nur, dass diese Missionen, also diese drei Missionen, ja nicht mehr in diesen Part passen werden, wenn ich hier so auf meine Uhr gucke. Und, ah, ey, das sieht gut aus. Wunderbar. Eskorte erfolgreich, ja. Verlässt den Dungeon. Ja, ich bleibe aber noch hier, ich habe zwei weitere Missionen zu erledigen. Das ist ein Pink-Gummi. Weiß ich gerade gar nicht, für welche Sorte das denn ist. Nee, warte mal. Ah, nee, Pink-Gummi war für Gift und Lila-Gummi war für Geist. Und ich habe jetzt keine Lust, irgendwas zu kaufen. Ich habe, glaube ich, auch gar kein Geld dabei. Ja, gut, 60. Für 60 Puck kriegt man nichts. Und welches waren die anderen Ebenen, die ich suchen muss? 5 und 8. Super. Hier muss ich irgendein Pokémon eskortieren, retten. Och, nö. Also die Trefferchance könnte manchmal echt ein bisschen höher sein. Ich meine, eigentlich... Ups. Das war knapp. Ich glaube nicht, dass man sie töten kann. Oder besiegen kann, aber trotzdem möchte ich sie eigentlich nicht riskieren. Was ich gerade sagen wollte, Trefferchance. Eigentlich hat bisher eine 100%ige Trefferchance. Also solange du die Genauigkeit nicht senkst, trifft bis immer. Das Dumme ist jetzt, dass das hier ein bisschen anders ist. Ich weiß nicht genau, wie das irgendwie errechnet wird. Aber jede Attacke kann grundsätzlich auch daneben gehen. Und warum hat das so viel Schaden gemacht? Ein Top-Elixier. Was suche ich überhaupt? Ich suche irgendein Item, glaube ich. Revival Seed ist es nicht. Ach, nee. Ein Weißgummi. Okay. Quatsch, hier. Jetzt habe ich natürlich gerade die Pirsif-Beere abgelegt. Also muss ich einen Heilsamen verballern. Na gut, dann machen wir es halt so. Quick Attack. So, und... Nein. Wir suchen einen Weißgummi. Hier ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Dann bleibt eigentlich nur eine Stelle, wo es sein kann. Die ist
Mist. Genau an diesem Schmerbe vorbei. Komm schon. Ich renne auch hier gerade echt in jedes Pokémon rein, weil ich hier aufpasse. Ich bin ein Idiot, kann das sein? Ja, das kann sein. Wenn ich auf Ebene 6 ein Weißgummi suche, was auf Ebene 8 liegt, dann funktioniert das nicht so gut. Oh Mann, ich muss manchmal echt besser aufpassen, was ich hier tue. Shit. Okay, folgender Plan. Du verschwindest. Ich suche die nächste Ebene und versuche... Ja, ich glaube, ich strecke... Eigentlich ist der Part jetzt vorbei, aber... Ich glaube, ich strecke den dann noch ein bisschen. Verdammt! Das ist schlecht. Das war offenbar hier H2O-Absorber. Ja, komm schon, ich werde das ja wohl... Okay, wenn es in diesem nächsten Raum jetzt hier nicht ist, dann werde ich den Part wohl doch beenden. Hier ist nicht mal nächster Raum. Was ist denn das? Komm schon. Danke. So. Ah, gut. Ja. Egal, die Items brauche ich jetzt nicht. Ich überziehe den Part schon wieder so ein kleines bisschen, aber na gut. Verdammt. Gut. Ich möchte diese Mission jetzt noch beenden. Ich will nicht wieder hier irgendwie mitten im Dungeon aufhören. Vor allem, weil ich ja glaube, dass ich weiß, was als nächstes kommt. Ach nee, jetzt kommen schon nicht schon wieder eine Sack... Oh. Sackgassen plus Pokémon gleich nervig. Verstehst du, Spiel? Da unten muss ich lang. Ach, jetzt komm schon. Schlucksteine. Ja, ich glaube, ich muss hier lang. Super! Ah, warte, warte, warte. Ah, Glück gehabt. Geht doch. Ja, gut. Wieder mal 2 Minuten länger. Egal. Ja, dank dir fürs Geld. Und das... Oh, das kann ich gut gebrauchen. 30 Punkte, ja, finde ich schön. Oh, neuer Rang, Silberrang schon. Und wir können mehr Items lagern. Und Zink. Oh, das erhöht die Spezialverteidigung. Damit kann ich bestimmt noch was anfangen. Ah, lass mal sehen. Ein Wildseed. Ja, die hebe ich jetzt doch mal auf, auch wenn ich es nicht gedacht hätte. Danke, den kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Kommt mir das nur so vor, da... Ah, ja, das ist jetzt gut. Ach komm, das mache ich noch eben. Ja, wir wollen essen. Sollen kurz anhalten. Ja, noch kurz eine kleine Ankündigung von Plauderguy. Ja, wir wollen alle essen. Das ist doch jetzt gerade mal egal. Lasst ihn sprechen. Ja, die haben sich jetzt entschieden, wer auf die Erkundung, also diese Expedition mitkommen soll. Und das geben sie dann halt jetzt am nächsten Indientag bekannt. Ja. Ja. Und los geht's. Nom, 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 nom. Und man sieht, Knuddeluff hat wieder einen Apfel auf dem Kopf. Das bedeutet, irgendwer, ich glaube, Plauderguy hat gesagt, dass er es selbst machen wollte, ist wieder in den Apfelwald gegangen und hat, Äpfel geholt. Also perfekte Äpfel. Ja. Und wir wollen natürlich trotzdem wissen, wer mit auf die Erkundungen, auf die Expedition kommt, auch wenn wir es ja wohl laut Plauderguy nicht sein werden. Hust, hust. Ja, komm. Ja. Ja, wir sind müde, dann geh doch schlafen. Ja, der nächste Tag kommt, wenn du schläfst, also... Gut. Ernsthaft jetzt? Noch eine Cutscene? Ah, ein anderes Zahnrad der Zeit. Sieht doch wieder schön aus. Und wieder der Pokémon-Schatten, den wir schon mal einige Parts zuvor gesehen haben. Das zweite. 3 Zahnräder der Zeit fehlen noch. Ich muss sie finden.
Ja, ich glaube, da ist relativ offensichtlich, was da passiert ist. Ein weiteres Zahnrad der Zeit wurde gestohlen. Von diesem Pokémon, was man da gesehen hat. Und ich nehme schon wieder viel zu lang auf, aber ich wollte das jetzt alles nur in diesen einen Part kriegen. Gut. Also, das war's dann für heute von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Part, ne? Ciao!